So, hallo Frankfurt, wir haben den 23.07.2023. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal ein Video hochgeladen. Es geht um die meiner Meinung nach betrügerische, mit unseren Steuergeldern bezahlte, komplett unnötige Hotline, die von Daniela Birkenfeld, CDU, ins Leben gerufen worden ist und von der Sozialdezernentin Feudel, die Grünen, weitergeführt wird. Hier steht nämlich: Rufen Sie die Nummer 212 770 an und Sie erreichen rund um die Uhr Fachleute, Fachleute, die alle weiteren notwendigen Schritte einleiten. So, das heißt, du bist dann die Verantwortung los, denkst, du hast ein gutes Werk getan, die kümmern sich drum. Und das ist nicht der Fall. Und das beweise ich euch jetzt. Und deswegen, diese Hotline muss gestrichen werden, das Geld können wir uns sparen. Und diese Seite hat von der Homepage der Stadt Frankfurt entfernt zu werden, weil das Betrug ist. Aus rechtlichen Gründen muss ich sagen, weil das möglicher Betrug ist. Aber wir gucken uns mal an, welche Erfahrung ich mit dieser Hotline Notsehen und Helfen in Frankfurt hatte. Am 16.07. habe ich dann gedacht, du musst es schriftlich machen, du musst es dokumentieren, weil das ein Skandal ist, was mit der Hotline passiert ist. Und darum geht es jetzt praktisch. Also, hier ist die Mail. Die ging an den Ostpark und die ging an Sozialdezernentin Feudel am 16.07. Habe ich bis heute noch keine Antwort gekriegt. Ich habe den Link gepostet zu dem Flyer Not sehen und helfen auf der Homepage der Stadt Frankfurt. Und ich habe Folgendes geschrieben: Guten Tag. Ich verweise auf folgenden Link, in dem der Steuerzahler informiert wird, dass, wenn man sich an die Hotline Not sehen und helfen der Stadt Frankfurt wendet, mit wie viel Euro wird die eigentlich von uns subventioniert, da man sowieso in der Obdachlosenunterkunft Ostpark herauskommt, dies also keineswegs eine neue Hotline ist, da der Ostpark sowieso 24 Stunden besetzt ist. Es also gereicht hätte, die Nummer des Ostparks anzugeben. Aber gut, Folgendes wird im Link fälschlicherweise behauptet: Man hat Fachleute am Telefon, die alle notwendigen Schritte einleiten. Nun, das ist falsch. Zum beruflichen Hintergrund der Leute dort kann ich nichts sagen. Erstmal das Gute vorweg: Wie immer sind die Leute dort sehr nett und hilfsbereit. Die können auch nichts dafür, dass sie nichts machen dürfen. Das sind ja immerhin Anweisungen der Ostparkleitung. Was ist passiert? So, und jetzt gehe ich halt auf den Hintergrund ein. Ich habe am 20.06.23 angerufen und darauf hingewiesen, dass Person X komplett nasse Sachen hat, Wasser in den Schuhen gestanden hat, sie sich nicht mehr mit der Bauplane schützt und einfach nass regnen lässt. Siehe Bilder. Da Person X wieder sehr krank ist und sie generell von mir nichts annimmt, außer Essen, also auch keine Kleidung, die nimmt sie nur vom Kältebus, hatte ich gebeten, dass ihr neue Kleidung gebracht wird. Die Aussage, die ich von der Hotline erhalten habe, die ja laut Homepage in Anführungsstrichen alle notwendigen Schritte einleiten würde, war: Sie soll sich doch ein Taxi nehmen und zum Eschersheimer Tor fahren, dort wird ihr geholfen. Es ist ja nicht so kalt, nun ein klatschnasser, geistig behinderter Mensch, der sich nicht selber helfen kann. Und Sie alle kennen Person X und wissen, dass das stimmt. Man könne am Montag, also den 21.06., das Sozialrathaus informieren. Nein, man kann da nichts machen, der Kältebus fährt ja nicht mehr. Also sie soll jetzt bis November auf neue Sachen warten. Sachen, in denen sie schon seit dem 6.03.23 steckt. Nur mal so zur Erinnerung.
Gut, ich also selber hingefahren, eine Decke, eine Jogginghose geholt, die sie erwartungsgemäß nicht von mir angenommen hat. Ich musste sie also der Gefahr einer Lungenentzündung zu bekommen weiterhin aussetzen. Bin zurückgefahren, habe die ganze Zeit geweint, weil ich so hilflos bin und mir von der Stadt Frankfurt und von der Hotline der Stadt Frankfurt nur sehen und helfen, jede Hilfe verweigert wird, und habe die Sachen wieder abgegeben. Ich hatte dann noch Hoffnung, dass zum ersten Mal das Sozialrathaus etwas unternehmen würde. Das war mir ja versprochen worden. Man hätte auch mal die Betreuer informieren können, aber nein. Bis zum heutigen Tag ist dort niemand aufgetaucht und hat sich gekümmert. Und Leute, das stimmt. Und mit heutigen Tag, die Mail war ja am 16.07., wir haben den 23.07., es war keiner dort. Am 1.07. war Person X erneut klatschnass geregnet. Ich habe niemanden informiert, es wäre eh nichts passiert. Und gestern am 15.07.23 erneut. Und jetzt kann ich noch hinzufügen, gestern am 21.07.23 war auch keiner da. Ich informiere Sie alle aus Haftungsgründen, diesmal per E-Mail. Erwarte, dass Sie das umsetzen, was mit unseren Steuergeldern vollmundig versprochen wird, nämlich aktive Hilfe durch die Fachleute der Hotline Not sehen und helfen. Sollte das nicht möglich sein, fordere ich Sie auf, Frau Feutel, hier die angebotene Dienstleistung zu überprüfen und eine nutzlose, teure Hotline einzustellen, sowie den Text auf der Homepage zu ändern, der eine Irreführung ist und falsche Versprechungen macht. Aber das sind wir vom Jugend- und Sozialamt ja schon gewohnt. Ach ja, bitte nicht vergessen, das ist eine journalistische Anfrage. Die Stadt hat eine Offenlegungs- und Informationspflicht. Bitte teilen Sie mir mit, was uns diese Hotline im Jahr kostet. Ebenso warte ich auch darauf, was die Hinterhofpraxis des Opferschutzes Zentrum für Traumapsychologie in der Seehofstraße 11, die ja ebenfalls aktive Hilfe verweigert, uns Steuerzahler kostet. Ihr Pressesprecher ignoriert meine Anfrage weiterhin. Anna Fröhlich.